Willkommen bei IT-Com und RCK Service. Ich stelle euch ein weiteres Video vor, eine Folge, eine Fortsetzung von einem Video. Denn es geht darum, der Kunde oder der Freund besser gesagt, der wollte von mir, dass ich seinen Laptop anschaue, weil der Display ein Problem hatte. Bei dem ersten Teil vom Video könnt ihr das alles sehen, was ich bisher gemacht habe. Da habe ich alles komplett auseinandergenommen. Komplett gereinigt, den Display getestet und es hat nichts gebracht, denn der Display war kaputt oder ist kaputt, beziehungsweise genauer gesagt. Und ja, ich habe ihm gesagt, da müsste man eventuell ein neues Display bestellen und sonst würde es anders nicht gehen. Deshalb habe ich ihm den Vorschlag gemacht, ja, dass er das bestellt und das einbauen werde. Und ich habe ja mal gesagt, dass ich alles andere schon gemacht habe, mit der Reinigung alle Tests durchgeführt habe, damit man auch weiß, ob das sich dann das auch auszahlt, das zu machen oder nicht. Von dem her hat das alles passt. Deswegen habe ich ja mal das auch dann bestellt und jetzt da ist der Display angekommen. Das heißt, das ist jetzt da Folge 2 dieses Video. Und ich werde jetzt halt das neue Display, was da gekommen ist, da mal provisorisch einmal einbauen und testen, ob überhaupt ein Signal und ein Bild kommt. Das heißt, wir werden jetzt einmal den Display einmal auspacken, anschließen und einen kleinen Test machen. Einen kleinen Test. Hier haben wir noch kurz ein Messer, ein Stanley-Messer oder sowas. Auf die Ort. Dauert einen Augenblick, weil muss er ja da rausholen, den Display, den Gurten. So, passt. So da, YouTuber-Freunde. So, da schaut's, jetzt habe ich einmal aufgemacht, das Ganze. So, da könnt ihr es jetzt einmal sehen. Das ist der alte Display, der hinnige Display und das ist der neue. Ja, den werden wir jetzt einmal dort provisorisch hinbauen, die Kabel ausschließen, Strom ausschließen und einmal testen, dass einmal irgendein Bild kommt. Wenn das passt, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann haben wir gewonnen. Dann kann man erst das Ganze alles da wieder alles zusammenbauen. Da. Ja? So, packen wir mal den aus, da. Den Display. Den Gurten. Den neuen Display, da. Einmal ausbauen. Und der hat immer mitgeliefert eine Schutzfolie, damit eben das Display nicht zerkratzt wird. Ja? Könnt ihr ja sehen, es ist immer automatisch mitgeliefert, der Display, die Schutzfolie, ja, damit er nicht zerkratzt wird. Eben wegen solcher Sachen, ja. Das heißt, wir werden jetzt einmal den Display mal kurz da herlegen, da anlegen, da, damit nichts geschieht, damit nichts passiert. So, jetzt räumen wir mal das um. Werden wir das einmal da wieder einsetzen. Den DC-Checker, den Power-Knopf, also Stromkabel besser gesagt. So, und jetzt da haben wir, ja, wie da haben wir, was da haben wir, wie da haben wir. Ich werde einmal da das Kabel einmal so aussetzen, das kann ich später wieder einsetzen, wenn ich will. So, jetzt da werden wir das Kabel einmal da unten reinziehen. So da. Und damit eben nichts geschieht, da mit dem Display drehe ich das jetzt so um. Einmal so anlegen, weil jetzt haben wir es eh länger gemacht, das Kabel. Und jetzt werde ich den Displaykabel wieder da einführen in sein Position, wo er hingehört. Das ist da.
Und aufpassen, weil das ist sehr empfindlich. Das ist sehr empfindlich, weil wenn das kaputt geht, dann war die ganze Aktion umsonst. Und das braucht man nicht. Ja? Das heißt, schön vorsichtig einführen in Zerritzen, wo er hinkehrt. Schön mit Gefühl, keine Gewalt ausüben. Schön mit Gefühl machen. Wenn er bei mir jetzt da reingegangen hat, war er die froh. Ja, wird der will gerade mit einer, wie er soll. Der Gute. Na, okay, komm jetzt da, jetzt willst du mich ärgern, oder wie? Der kleine Scheißer, du. Schaut euch den einmal an, was der tut da. Geh rein, hörst. So eine Deppert. So, da, jetzt ist er einmal drin, wo er hingehört. Erst dann können wir das Schnapperl da dazu machen, wenn wir wissen, dass er drin ist, wo er hingehört. Schau. Mal ein bisschen herziehen und jetzt gleich runterdrücken, weil sonst geht er wieder raus, der kleine Scheißer da. So, dann die Sicherung wieder da drauf. Zugleistern. Das nervt ein bisschen. Wie immer, aussehen. Das geht nicht, bei mir nicht. Nein, das darf er nicht. Der Gute. Was glaubt er denn? Ha? So, das können wir jetzt einmal so lassen, wie es ist. Jetzt werden wir den Display nehmen. Ja, den Gurten. Und jetzt werden wir da das Kabel ein bisschen umziehen. Im Prinzip brauchen wir den Backcover-Deckel nicht von dem. Das heißt, den können wir mal umladen. Stellen wir mal da, damit nichts geschieht. Und jetzt da, mit den Zandeln, was er da hat, schön vorsichtig sein. Da eine tun. Ja. Schön vorsichtig. So, der ist einmal drin, ja? Schön mit Vorsicht. Keine Gewalt ausüben. Schön gemütlich. Mit der Ruhe, mit der Zeit. Schön gemütlich. Und dann zugleistern. So gut es einmal geht, ja? Da. Genau. Und jetzt dann legen wir nochmal um den Display. Da. Jetzt können wir das einmal nehmen, weil das brauchen wir. Den Startknopf. Ja. Legen wir mal da her. Jetzt werden wir den einmal da rein tun. Den guten. Wenn es gegangen. Gebiete! Will mich ärgern, oder? So, da. So, das ist einmal drin. Jetzt da holen wir uns ein Netzteil von ihm selber, was er hat. Das Stromkabel schließen wir an. Auf der linken Seite. So, dauert ein bisschen. Jetzt noch kurz Zeit. So, Strom haben wir mal da. Passt. So. Jetzt können wir ja mal da den Strom rein tun. Jetzt müssen wir da mal leuchten oder sowas. Wenn nein, weil kein Akku drinnen ist, kann er nicht leuchten. Aber jetzt da probieren wir nur kurz zum Einschalten. Wenn das rennt, passt. So, Licht ist da, Strom ist da. Display, alles passt. Seht ihr das? Das ist wunderschön, das ist perfekt, der Display. Ja? Das heißt, der andere Display, was da war, der da. Der Display-Schaß vom ersten Teil. Da sieht man noch,
dass da ein Muster drinnen ist, da so ein Kastel, so wie das da ist ein Kastel dort drinnen. Dann die ganzen Icons, was da drauf sind vom Desktop, die Taskleisten ist drin, der Hintergrund ist da drauf und das da. Da in der Mitte ist da drauf. Aber jetzt, wie man sieht, ist das neue Display alles da. Passt. Das heißt, wir können das einmal O dran. Das Ganze passt. Ist top. Das ist einmal ein gutes Zeichen. Das heißt, lieber Jodover-Freund, wir kennen den ganzen Medium Akoya E7424 die Serie komplett zusammenbauen. Der funktioniert. Passt. Alles leiwand. Das heißt, wir machen das wieder auf den Schmalen, oder? Das ist uns einmal ein Problem. Jetzt tun wir das wieder runter. Das Top-Case. Ja. Jetzt werden wir. Was tun wir? Was ist das? Ist die gute Frage, was wir jetzt da tun. Da wir da oder da anfangen zuerst? Ich würde fast sagen, wir fangen mit dem Display selber an, mit zusammenbauen und dann gehen wir da weiter durch. Gut. Dann tue ich das einmal wieder runter. Vorsichtig. Na, wenn es gegangen. Zuerst will er nicht rein, jetzt will er nicht raus. Das gibt's auch nicht. So. Dann haben wir das auf Zeiten jetzt da. Das Mainboard Bottom Top Case können wir jetzt auf Zeiten tun. Brauchen wir jetzt aber nicht. Dann, wir machen jetzt einmal als erstes tada, den Display selber. Ja? Leiden. Das heißt, ich tue das jetzt nochmal zurück. Leg den einmal da an. Den Display. Und werde mit einem Isolierbandel er noch besser sichern. Da. Dass er da noch fester hält und besser gesichert ist. Ja? Das heißt, so, Leute, jetzt könnt ihr euch das anschauen, wie man das tut. Das da mit da ein bisschen eindruckend, oder? Die Sicherung, Klammern noch, was sind? Bisschen reindrücken, dann gibt es eine Sicherung noch. Ja, dann kann ich nicht mehr rausspringen, das Ganze. Da gibt es immer eine Sicherung, Klammern. Das drückt man ein, dann passt es. Jetzt da tun wir ein Stückchen da daher festmachen. Und da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil dieses Isolierbandel ist von einem richtigen Elektriker, IT-Techniker-Dings, ja. Das heißt, es ist extrem hitzebeständig und es leitet keinen Strom weiter. Ja, das heißt, es ist eine zusätzliche Sicherung von, ja. Das heißt, da kann nichts geschehen. So, jetzt können wir das einmal wieder wegräumen. So, dann haben wir das wieder rein. Was wir nicht brauchen. So, die Ladel zu. Das da mal oben zum Mistkübel. Und jetzt da können wir erst hergehen. Na komm, ist jetzt nicht deppert. Jetzt können wir erst hergehen. Und den Display da schön einbauen, wie es gehört. Ja? Legen wir den einmal da an, den Display selber. Jetzt haben wir die anderen Schrauben, wo da sitzen, was wir sehen, ein bisschen nachziehen. Da, damit es ein bisschen mehr Halt hat, das Ganze. Genau. Ja, genau.
Gesicht sehe, dass ein bisschen einen besseren Halt hat noch zusätzlich. Jetzt können wir hergehen und den Display da reinlegen, wo er hingehört. Ja? Da haben wir dann mal da eine. So da. Ja? Schaut euch das an, wie super der da eine passt. Ha? Was sagt's, Leute? Schaut doch super aus, oder nicht? Ha? Passt perfekt da eine. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, kann ich nur sagen. So, damit eh nichts passiert mit ihm selber, nehmen wir jetzt die Schrauben da her und dann einen befestigen da. Nein, ich glaube, das sind die falschen, was ich gerade da in der Hand habe. Das sind nicht die, sondern die da. Die, was wir brauchen, die kleinen schwarzen, nicht die silbernen. Machen wir gleich. Seht ihr das? Kann auch mir selbst auch passieren, dass ich einmal nach so langer Zeit die falschen Schrauben nehme. Kann mir auch passieren, mein Gott, nein. Nobody is perfect, wisst ihr das ja, ne? Und nicht fest anziehen beim Display. Da, die vier Schrauben. Extrem fest anziehen. Weil wenn ihr das zu fest anzieht, die Schrauben, dann kann eins passieren, dass da ein Riss da eine, ein Sprung reinkommt. Da, dann ist er hin. Dann habt ihr erst den ganzen Motschka. Ja? Das heißt, folgedessen auch wieder mit Gefühl. Und nicht mit Gewalt eine schießende Schrauben, sondern mit Gefühl. Ja? So. Jetzt können wir erst da hergehen, das Kabel wieder zuführen, wie es eine kehrt. Ja? Das legen wir wieder schön da rein. Das können wir da aufschirmen oder umschirmen, wie man will. Ja? Weil es soll ja einen Sinn ergeben, ne? Dass das Kabel so drinnen liegt. Ja, das heißt, wir werden das Kabel jetzt einmal schön einführen, wo es hingehört, der Motschka da, ja, leider. Und das auch mit Gefühl, nicht mit Gewalt eine schießen das Kabel, ja, sondern schön mit Gefühl, ja, weil sonst habt ihr später ein Problem dann da. So, jetzt kommt die andere Phase von dem Scheißkabel, was eben jetzt gerade mir passiert. Der will nicht drinnen bleiben, der Scheißer. So, dann gehe ich nicht da jetzt da. Was ist mit da? Bleib in der Ritzen da. Was ist? Schaut euch den an, den Scheißer da. Kann es ja nicht wahr sein. Sollst du da drin bleiben, du? Erst! Ach Gott, nein! Manches Mal ist das so ärgerlich mit den Kabeln, weil sie das so deppert produziert haben, dass du nur ärgern kannst damit, mit den ganzen Schmoren da. Weil manche Firmen nicht nachdenken dann beim Produzieren. Anstatt das, was Gescheites herstellen, dann sind wir am Blödsinn bauen. Im größten Teil. Ja. So, Display selber ist einmal drinnen mit Kabel und alles. Jetzt können wir hergehen, den Display-Dackel aufhören und aufpassen, eben wegen seiner Zandeln, seine Clipser, was er da hat, dass die nicht hier werden. Ja. Die müssen schön einrasten. Ja. So, da, das heißt, wir dann das einmal vorsichtig einmal anlegen, wie es gehört. Und dann können wir erst hergehen und das Ganze niederdrucken. Hört's mal. Hört's das? Wenn's das hört, dann
könnt ihr euch sicher sein, dass alles passt. Ja? Dann braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen. Weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Kabel alle richtig drinnen liegen. Ja? So, da machen wir auch zu. Da nicht, weil das Kabel passt noch nicht rein, wo er hin soll. Der kleine Scheißer. Na, hörst. So. Mit mir tust du das nicht. So geht er. So, passt. So, Display ist einmal wieder gescheit drinnen. Seht ihr das? Na bitte, da haben wir es. So, da, wunderbar, schön, freut mir. Ja? Jetzt können wir hergehen. Jetzt können wir die Schrauben da nehmen, die was am Kern, die silbernen. Und können wir da wieder eine tun. Dass der ganze Displayrahmen alles hält. So, da. Na geh du, schau das Magnet auf der Ecke. Für was das Magnet dort sitzt, weiß ich auch nicht. Hat keinen Sinn, keinen Zweck. So. Passt. Seht ihr das? So einfach ist das. Das ist eben jetzt halt Teil 2 des Videos. Die Fortsetzung von dem Ganzen da. So, jetzt können wir das einmal auf Zeiten legen, den Display. Jetzt holen wir das Mainboard mit dem Bottom Case wieder her. Jetzt müssen wir die zwei wieder zusammen tun. Das heißt, was da mal als nächstes? Ja, was tun wir? Mal kurz überlegen, wie tun wir am besten? Ja, einmal auch Schrauben vorbereiten. Eine einmal mindest. So, anlegen. Und jetzt bereit machen. Kabel alle richtig hinlegen und alles. Das ordentlich einführen, wie sie gehört, wo sie gehört. Passt. Und jetzt können wir hingehen, wenn alles mit den Scharnierern auf dem Platz und Position ist, erst dann können wir hergehen und die Schrauben rein tun, damit das einmal einen Halt hat, das Ganze. Und auch nicht übertreiben, nur ein bisschen ausziehen, ein bisschen fester als sonst, weil wenn es das zu fest anzieht, kann das passieren, dass drinnen die Mutter noch sind, dass die abbrechen dann, ja? Und dann könnt ihr es erst zukleben und alles, den ganzen Schmarrn. Ja? Und dann braucht man das wieder eine Zeit, bis das wieder trickert und alles, bis das trocken ist und so weiter. Und die Arbeit wollen wir uns ja da sparen. Wir sind ja eigentlich da wegen einem Scheiß-Display, oder nicht? Na genau. So. Können wir schon loslassen, das hält schon wer andere. Na geht um. Und einer gehört da noch eine. Passt. 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 Hält schon wer andere. So, jetzt müssen wir hergehen. Das machen wir später. Jetzt müssen wir mal hergehen und die ganzen Kabel, was da sind, wieder in Position bringen, wo sie hingehören. Ja? Das heißt, wir werden die Kabel jetzt einmal alle schön wieder dorthin bringen, wo sie hingehören. So. Jetzt nehmen wir mal die zwei von den WLAN-Karten und weiß nicht was. Ja? Nur mit Handschuhen. Ist es ein bisschen nur schwieriger mit Handschuhen, weil die Handschuhe blockieren zeitweise die Arbeitsweise.
sich den ganzen Kabelkanal entlang, nicht irgendwo dazwischen daneben, weil später kommt nur der CD-Läufer rein. Und wenn der CD-Läufer irgendwo reinkommt oder sowas, dann kann es passieren, dass eben das Kabel dann irgendwie angezwickt wird oder ja, dass das dann nicht mehr funktioniert. Der WLAN-Schaß und alles. Weil dann ist das hin. Ja, dann braucht man erst ein neues Kabel von den Schaß-WLAN gelumpert. Und das wollen wir uns ja da sparen, oder nicht? Na eben, da habt ihr es. So, jetzt haben wir die Kamera nur eine. Die Kamera-Connection. Ja, die Webcam sozusagen. Die da haben wir auch noch eine. So, seht ihr das? Ja, da haben wir es. Heute geht das ein bisschen schneller mit dem Video und alles, weil wir ja schon alles gemacht haben, alles putzt haben, alles gereinigt haben, alles getestet haben und so weiter. Von dem her wird heute das Video nicht sehr lang sein, sondern eher kürzer, aber ich glaube, das ist nicht so tragisch, ne? Hauptsache, wir haben das geschafft, dass das alles wieder rennt, das ganze Ding da. Ne? So, passt. Ist wieder drinnen, die Kamera. So, jetzt haben wir uns das Displaykabel vornehmen. Da, das gehört auch da so reingelegt, wie da drüben. Ja, wenn er will, ist die Frage, der kleine Scheißer. So, dann tun wir einmal da so her, wieder hingehört. Genau, dann tun wir wieder da rein, unten durchfadeln und dann wieder so unten rein geflutscht. Da. So, weil da unten ist das mit Display-Ausschluss. Ja? Passt. Das rennt einmal fürs Erste. Jetzt können wir hergehen. Stehen bleiben, nicht umfallen. Ja? So, jetzt können wir hergehen. Und wir können das Topcase einmal drauf tun. Hat ja einen Sinn auch, dass das Display noch zusätzlich geschützt wird. Zusätzlich noch. Dann wollen wir alles wieder verklicken, klicken, klicken, da, dass alles wieder schön zusammen ist. Jetzt können wir hergehen, die Audiobox wieder reinschirmen. Für die Musik und so weiter ist wieder drin. So. Na, ein bisschen noch. Genau, so, ist wieder drinnen, ja. Jetzt können wir den Startknopf rein tun, wenn er reingegangen ist. Ha, jetzt geht es auf einmal mit Handschuh. Und beim ersten Mal ging es nicht, ne? Mit den Handschuh. Also das ist auch nicht normal. Das heute nicht mehr, oder? Oh ja, heute eh noch. Na bitte. So. Dann tun wir die Dings wieder rein. Das Mousepad. Komisch, dass das so weit da drinnen sitzt. Das ist mir ein bisschen unlogisch, aber bitte. Mir kann es ja recht sein. Wenn es reingegangen war, war ich super, war ich froh. Ha, will nicht auf Anhieb. Ne? Dann muss ein bisschen schummeln da. So, ist einmal drin, ne? Oder? Ja, ist er schon drin. Und dann haben wir das Schnapperl wieder oben. Das Kleber, wieder den Kleber da wieder auf, den Schmoren. Da kommt dann die Tastatur wieder rein. Jetzt brauchen wir nochmal ein Schrauben von der Tastatur. Das ist die lange, wenn es mir nicht. Nein, das ist die kurze, wenn es mir nicht täuscht. Die kommt dann wieder da rein, damit das hält. Genau. So, jetzt einmal drin. Ja, fürs Erste. Jetzt können wir die Tastatur da hernehmen. Und jetzt gehen wir die Tastatur rein. So, die ist ja nicht schwer, die ist ja relativ easy zum Einbauen. Treffen sollte man. Na,
So, da ist schon wieder drin. Da haben wir das Schnapperlobe. Genau. Und jetzt nehmen wir das, oder? Den Kleister. Und da wir das wieder da draufsetzen. Von der Tastatur. So, da. Ganz genau. Hätte ich mir denken können, dass das nicht mehr halten will. Aber gut. Da haben wir das wieder da rein. Mit den Schnapperldinger. Und dann erst, wenn man sich sicher ist, dass das da unten passt mit der Leiste, dann diese Klipperldinger wieder einsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, die Tastatur sitzt da wieder gescheit drinnen. Jetzt können wir hergehen und das vorsichtig zumachen, ohne Gewalt. Wunderbar. Das putzen ein bisschen. Von unserem Schmutz, was wir aufgeführt haben. So, Kratzer wird man nicht rauskriegen, das ist eh klar. Jetzt können wir da hergehen. Und das unten da alles wieder zubauen. Wie es gehört. Ja? Leideln. Das heißt, wir gehen jetzt einmal da her. Und werden den Displaykabel wieder einsetzen, gescheit, wie es hingehört. Das Schnapperl aufmachen und dann vorsichtig mit Gefühl, nicht mit Gewalt, mit Gefühl, wieder da rein tun. Bisschen nachziehen, genau. Und dann das Schnapperl wieder runtersetzen. Ja, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch wirklich da drinnen hält. Und nicht einmal dumm flattert oder sonst was, ja? Wunderbar, passt. Jetzt nehmen wir noch die eine Schrauben, was da geblieben ist. Und dann was da mit der Tastatur befestigen. Durch den Lüfterfang durch. Ja? So, da. Jetzt da fehlt noch der WLAN. Jo, aber wir sind. Ah. Ich bin durchs falsche Loch gegangen, oder wir? Aha. Na super. Ich bin durch das falsche Loch gegangen. Schaut euch das mal an. Na echt jetzt da? Na hörst? Jetzt tue ich ein bisschen schummen, was ich gar nicht mag. Das heißt, schauen wir mal, eine kleine Ritzen, dass ich da irgendwo reinkriege. Eh nicht viel, eine kleine Ritzen nur. Nur kleine Ritzen, nicht mehr. Weil mehr brauchen wir nicht. Weil ich will nicht die ganze Tastatur und alles wieder aufmachen, weil das ist so deppert, das ist so grindig. Bist fertig mit der Hocken und musst alles wieder aufmachen. Das ist so krank. Da haben wir das einmal schön einfädeln da. Wenn es gegangen ist, will nicht. Super. So, da passt. Jetzt müssen wir nur schwarz mit schwarz und weiß mit weiß machen. Die Kabel von den WLAN. Ja? Das heißt, wir dann das einmal oben. Das da. Und jetzt können wir hergehen, das schwarze, nein, zuerst einmal das weiße drauf setzen. Das weiße Kabel. Nein, mit Handschuh geht das nicht. Weil die sind nur 1 mm groß, die Scheißkabel.
sind nur 1 mm groß. Da hast du kein Gefühl in der, mit den Handschuhen. Überhaupt nicht. Wer das Gegenteil glaubt, das zu wissen, der lügt. Ja? Dann soll er mir es zeigen, wenn er es mit Handschuhen hinkriegt. Ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Obwohl ich wirklich auch ein Profi bin. Mit den ganzen Schmoren da. Aber bitte. 1 mm Kabel. Für WLAN. So. Und wer was anderes behauptet, der liegt sowieso. Aber bitte. So. Das ist einmal drinnen fest. Das ist fest drinnen. Jetzt können wir hergehen. Weil die WLAN-Karten, die passt, die sitzt einmal drinnen. Die ist gescheit jetzt drinnen. So, was können wir als nächstes tun? Wir könnten jetzt hergehen, das Ganze mal zusammenschrauben oder sowas, aber das mache ich zum Schluss. Dann jetzt, da gebe ich einmal den CD-Lifer einmal rein. So, ist drin. So, passt, ja. Jetzt können wir hergehen und ja, da sind wie viel? 2, 3, 5, 6, 7. Und der Deckel selber. Interessant. 2, 4, 6. Na, 5 Schrauben. Gut. Und der Rest? Wo geht denn der hin? Wahrscheinlich Batterie und so weiter. Das werden wir dann gleich sehen dann. Ja, genau. Na, da war halt nicht schlechter so ein Ding. Na, damit man eben weiß, wo welche Schrauben hinkehren. Ja, genau. Da ist einer noch extra. Wenn das nicht da einer am Deckel ist. Genau. Passt. Dann sagen wir, passt das. Passt. Perfekt. Gut, dann nehmen wir das. Zwei gehören da rein und zwei sind dann vom Deckel noch. So, einer mal da rein. So, noch einer. Der gehört da rein. Und einer gehört da rein. Einer, nicht hunderte. Scheiß Schrauben, manche wirklich war. Nur ich frage mich eben halt. Ja, genau. Wahnsinn. Manche Schrauben füllen sogar. Dafür kann ich nichts. Manche Schrauben füllen dann. Dafür das kann ich nichts. Jetzt da, da haben wir die M2. Platten, Festplatte, die SSD M2 NVMe, ja, da haben wir da eine, das heißt einmal schräg in 45, 30, 35 Grad Winkel einschieben. Und wenn man erst dann sicher ist, dass man drinnen ist, bleibt er eh von so allein stehen. Dann nehmen wir die Schrauben daher. Und dann, wenn wir sich sicher sind, leicht andrücken zum Oberpressen. Und dann die Schrauben rein tun. So, da. Dann halt das auch von allein. Jetzt können wir erst hergehen, oder? Und jetzt haben wir die normale Festplatten da rein. Ein bisschen anstauben auch. Und da kann Druck ausüben. Das heißt, wir legen einmal die Festplatten rein in die Führungsschienen bis Kern. Und dann. Da wo die Brücke ist von der HDD, ja,
dass du in die richtige Richtung zeigt mit der L. Ja? Und wenn das passt, erst dann können wir das Führerschirm, dass das zusammenhält, ohne dass die da bricht, die SATA-Platten oder die Verbindung zum Mainboard, ohne dass die bricht. Weil wenn die bricht, ist alles für den Arsch. Ja, und das braucht man nicht. So, was kann man noch tun? Nehmen wir mal den Dackel da her, da eine länger mal, so, und dann oben zu. Und überall einrasten. Zack, zack, geht das. Ja, habt ihr eh schon gehört, ne? Ist er schon drin. Jetzt können wir da hergehen, die Schrauben da. Dass wir das Ganze zumachen dann. Wenn er sich zumachen lässt, eben die Frage. So. Da war den nächsten eine. So, und jetzt können wir hergehen, dass wir die Schrauben alle nehmen. Ja? Und die kommen jetzt überall da rein. Da, die zwei zum Schluss wegen der Batterie, dann da. Und die zwei noch. Und dann die zwei. Zum Schluss dann eine. End mit der Batterie. So. Dann muss einmal eine. Und wo die Scharnierln sitzen, ein bisschen nur, einen kleinen Druck, einen kleinen Tick, ein bisschen fester anziehen, damit das Ganze auch wirklich hält. Die Scharnierln da. Ja? Aber auf die anderen alle nur so weit anziehen, bis es halt nicht mehr geht. Nicht weiter und weiter und weiter anziehen. Einfach bis man den Widerstand spürt und aufhören. Mit dem weiter dran, weiter festziehen. Sondern nur bis es halt eben nicht mehr geht. Nein, ich brauche nicht zwei, ich brauche einen. Du hörst, da. So. So, gleich haben wir es. Ja? Dann machen wir nochmal einen kleinen Test mit den ganzen. Und dann können wir erst sicher sein, damit das Ganze alles auch wirklich fest, alles passt, alles funktioniert, alles rennt. Ja? Und eben wie gesagt, wo die Scharnierln sitzen, da, treffen sollte die, ist eh klar. Da, wo die ganzen Scharnierln sitzen, die zwei. Da kann man ein bisschen fester anziehen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, dann hält die Scharnierl noch besser. Wegen Auf- und Zumachen. Weil das ist doch eine Belastung. Ja, für das Ganze. So, gleich haben wir es. Ein paar Schrauben können noch eine. Dann können wir den Akku rein tun und alles. Und dann können wir schauen, ob das alles passt wieder, das Ganze. So. Na wunderbar, super, schaut gut aus. Tun wir auch schon. Genau, jetzt haben wir da noch eine. Da ist einer schon drin. Da gehört noch einer rein. So, dann nehmen wir den da noch. Da oben passt. Jetzt können wir den Akku nehmen
So, und wie ich gesagt habe, der Akku hat da zwei Schraubendinger. Das heißt, deshalb kann man das erst später rein tun mit den Schrauben. D2. Das ist eine Art Sicherung, damit die Batterie, der Akku nicht rausfliegt. Weil es gibt ja kein Schnapperl oder sonstiges, sondern eben die Schraubenverbindung da. So, ist erledigt das Ganze. So, jetzt können wir mal einen Versuch machen und schauen, ob alles passt, ob er alles rennt, ob alles gescheit funktioniert mit ihm da. Mit den Media Nakoya E7424 Serie. So, da mal aufmachen da. Na wunderbar, schaut euch das an. Wie das hält. Schaut. Das nennt man ein super Ding. Jetzt nehmen wir den Stromkabel her, weil ich glaube kaum, dass der Akku noch voll ist. So, da. Da haben wir das einmal da rein. Müssen wir mal wissen, wo das Loch ist. Aha, da haben wir das. Strom rein. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Batterie ladet. Ja. So. Da bleibst. So. Und jetzt könnt ihr dann sehen, dass alles rennt, dass alles funktioniert mit ihm. Ja. Jetzt da wir einmal einschalten. So, Bild ist da. Festplatten rennt, Windows rennt. Passt. Ist alles da. Seht ihr das? Wunderbar. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis er hochfährt. Und bitte, da haben wir das Ganze. Eine super Auflösung der Display. Das ist ein Traum, das ist top, das hat super gelungen, das ist alles super gemacht. Also Leute, meine YouTuber-Freunde, um euch jetzt da nicht das Ganze zu verwirren, wir haben beim Teil 1 Video gemacht, dass wir ihn komplett durchgetestet haben, ihr habt es jetzt gerade gesehen, dass die Touchpad-Maus funktioniert. Die Tastaturen funktionieren auch, ist ja klar, passt. Weil eben beim Teil 1 haben wir gemacht, komplett zerlegen, prüfen, schauen, analysieren, Diagnose zu machen, wo der Fehler liegt, eben wegen dem Bild, wegen dem Display. Weil ich habe vermutet, dass das Kabel irgendwas hat, das nicht gescheit drinnen ist oder dass die Treiber irgendwas hat oder die Software. Das hätte ich eher zum Schluss vermutet. Oder dass der Display was selber was hat. In dem Fall haben wir gemacht, beim Teil 1 vom Video, komplett zerlegen, reinigen, Service gemacht, Befestigungen nachgeschaut, Sachen überprüft und wir haben dann gesehen, oder sind wir drauf gekommen bei der Diagnose, bei der Analyse, dass eben der Display selbst hieß. Dadurch hat es jetzt auch gegeben, eine Fortsetzung mit Teil 2 von diesem Medium Acroia E7424. Das ist der neue Display, was wir jetzt eingebaut haben. Und wie ihr sehen könnt, das ist wirklich top. Das funktioniert das Ganze. Wunderbar. Na, da wieder auf Freude haben, der Freund. Der Gute. Passt. Rennt alles. Und der wird auch nicht heiß. Er ist super. Rennt ruhig, hört man nichts. Das heißt, wir können jetzt hergehen und dann ausschalten, runterfahren. Passt. Bin sehr zufrieden. Und er startet sehr schnell, er ist sauber, er ist clean. Wirklich top. Die Bude. Der Gute. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir in die Kommentare unten was hineinschreiben. Für die Diskussionsrunde oder sowas, wenn ihr wollt. Aber wenn euch das Video gefallen hat und Anregungen habt oder Wünsche habt, dann schreibt mir das unten im Link. Ich werde so schnell wie möglich zu beantworten.
Und wenn ihr zufrieden wart und wenn es euch gefallen hat, das Video, dann könnt ihr mir ein Like oder ein Abo lassen. Danke, ihr seid die Besten.